Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Animal Crossing Happy Home Designer. Ja, wir möchten das Spiel fortsetzen. Wir sind jetzt in Part 33 und das ist der vorvorletzte Part. Ach ja. Ah, guten Morgen, Maika. Melinda ist auch gerade gekommen. Hallo, Maika. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Im Startabend sind alle voll des Lobes über die von dir gestaltete Konzerthalle. Jetzt wartet nur noch eine große Herausforderung auf dich, das Hotel. Es ist schon etwas schade, dass dies unser letztes gemeinsames Projekt wird, Maika. Andererseits freue ich mich auch schon riesig auf das neue Hotel. Also was meinst du? Bist du bereit? Nee, kann leider nicht. Ach, das verstehe ich doch. Ich weiß, wie beschäftigt du bist, Maika. Sag einfach Bescheid, wenn du Zeit für diesen Auftrag hast. Ey, wir sollen eine Lobby machen, zwei Hotelzimmer und ein Festsaal. Eigentlich könnte ich das jetzt locker machen, dann wäre das halt aber nicht der vorvorletzte Part, sondern der letzte Part. Nee, ich will noch einmal die Friese ändern. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir entweder, wenn es draußen vor der Türe nicht irgendwas rumläuft, wo ich sage, ey, boah, das würde ich total gerne machen, die Leute. Dann mache ich eine Amiibo-Karte. Und sonst. Nee, sonst wird es einfach nur so sein, dass ich jetzt zwei Amiibo-Karten, also zwei Karten machen, zwei Bewohner. Und als letztes bei Part 35 machen wir unser Hotel. Das letzte. Ja. Das wird dann unsere Schlussarbeit, unsere glanzvolle Schlussarbeit. Und dann geht das. Okay, wen haben wir hier? Ich will mich wie ein Boxer auf einen Kampf vorbereiten. Du bist es schon mal nicht. Ich wollte schon immer eine Fastfood-Bude eröffnen. Obst ist nicht nur gesund, sieht auch irre gut aus. Und eine Wrestling-Arena. Ach, was seid ihr denn für Langweiler? Ohne Scheiß. Obwohl, das Fastfood-Schaf würde mich jetzt schon interessieren, aber... Nee. Wir hoffen mal, dass beim nächsten Mal was Besseres drumrum kommt. Tada! Machen wir eine Amiibo-Karte. Hallo, hallo. Vielen Dank, dass du das Amiibo-Phone verwendest. Ich möchte jemanden anrufen. Ach, berühre. Mach ich. Und? Da, 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 da. Es ist... Shari. Oder Uta. Pflegeleichte Blumenpracht. Ach, du Schande. Sie heißt auch Shari, Luna oder Monzo oder Nini. Hat am 10. April Geburtstag. Kann 5 Felder vorgehen, ist eine Affe und hat die Amiibo-Kartenzahl 44. Möchtest du mit Uta sprechen? Ja, bitte. Hi, mit wem spreche ich? Wer? Ach, okay, du bist die Neue. Hast du dich von der Immuntruppe rekrutieren lassen? Maki Maki? Cool, passt ja dann perfekt. Ich hätte dann einen klitzekleinen Auftrag für euch. Kann ich gleich mal vorbeischauen? Jo, ich mache mich sofort auf den Weg. Maki Maki. Maki Maki? Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Aber ich hatte ja Bukaka, hatte ich auch schon. Da, ich bin die Uta. Alles fit, Maki Maki? Ich habe Bock auf einen Neubau. Altbau ist mir zu abgelutscht, Maki Maki. Würdest du den Bau einer richtig extremen Eigenhütte übernehmen? Überlass es mir. Ich mach das. Boah, echt? Finde ich total korrekt, Gänseblümchen. Maki Maki? Nun denn, Uta, dann lass uns mal ernst machen mit dem Hausbau. Also Maki Maki, such ein Grundstück aus. Also Maika, such ein Grundstück aus, das zu unserem Kunden passt. Das ist ein Affe. Verdammt nochmal. Scheiße. Als nächstes kommt der Grundriss. Wie soll er aussehen? Sie kriegt ein kleines Haus. Dafür kriegt sie aber total Blumenpracht. Nun gut, Uta, dann hätten wir die Grundlage für dieses Projekt gelegt. Fahr doch bitte gleich zu Uta und alles Weitere liegt in meinen Händen. Also, Maki Maki, machen wir mal ein Grundstück. Oh, verdammt, ich wollte ja nicht das Grundstück geben. Verdammt. Okay, jetzt wird ernst. Selbst so eine harte Nuss wie ich ist da total aufgerückt. Knarf. Okay, kann ich dich auch hier hinstellen? Kann ich dich umdrehen? Nee, ne? Verdammt. Okay. Dann halt nicht. Dann machen wir da halt was anderes hin.
Pflege leicht Blumenpracht. Das heißt, sie will alles draußen haben. Ja, gut. Fangen wir mal an. So. Oh, ich kann sogar die Brücke gestalten. Wie cool ist das denn? Wir haben hier eine Hängebrücke, Steinbrücke, eine Backsteinbrücke, eine Holzbrücke, eine Betonbrücke, Wärschenbrücke und Hängebrücke. Ich finde ja die schöner. So. Ah, Mini-Westernhaus. Kriegst du ein Westernhaus? Türkisdach. Ne. Kriegst du ein dunkles Ziegendach? Kiefernholzfassade? Astrobogentür, okay. Rund von Dings und den Westernzaun. Oh yeah. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sie wollte eine Blumenpracht. Dann lass mich doch mal gucken. Dann lass mich doch mal gucken, was ich dir da so geben kann. Ich hätte auch schon so eine Idee. Ich hätte da schon so eine Idee. Dazu müssen wir aber raus. Das war das Falsche. Hier müssen wir hin. Du kriegst als erstes, so richtig wild wässern geht nicht, ne? Erstmal kriegst du einen Steinbrunnen. So, der kommt dahin. Dann kriegst du, ja, wo kriegst du denn? Ein Holzeimer? Den Steinbrunnen. Ja, gut, das ist kacke. Blümchen. Du kriegst Blümchen. Oh yeah. Oh yeah. Okay, für die Golden sollen es halt sein. Mensch, das Kinder, jetzt geht doch mal weg. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich tippe da jetzt einfach mit. Los. Zack, zack. Das war jetzt das Falsche. Das kommt weg. Das kommt weg. Und die kommen weg. Tada. Guck mal. Hat sie voll viele Stiefmütterchen. Dann machen wir hier ihr noch hier noch so ein kleines Blumenbeet hin. Die wollten eine Blumenpracht. Kriegt sie. So. Drin. Der Garten ist ja auch meistens egal. Wann halten die sich schon mal im Garten auf? Ja. Gut, das ist ein Ach, ich hätte ja vielleicht so einen kleinen Urwald hinbauen sollen. Mit Baum. Was haben wir denn? Okay. Halt sandig. Oh, das ist total happy. Das haben wir, das Blumending zum Rauch. Hibiskusuhr. Ah, sie steht drauf. Oh, sie steht drauf. Ah, das findest du auch total toll. Ui. Kopfsteinpflaster. Was haben wir hier? Schmetterlingstapete. Modetapete. Na gut. Ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Gut, das kommt schon mal dahin. Ihre kleine Lampe kommt da hinten hin. Ihre Musik kommt hier in der Ecke. So. Okay. Ihr Dings kommt da hin. 1, 2, 3, 4. So. Oh, wir können hier so verändern. Pink, Fuchsia und Pink. Okay. Da haben wir... Gut, das können wir gar nicht verändern. Das können wir verändern. Weiß, Gelb, Rot... Weiß. Ja. Da konnten wir total viel machen. Machen wir mal hier weiter. Das haben wir jetzt schon mal gemacht. Kriegst du sowas? Haben wir irgendwas mit Blümchen? Ich hätte gern ein Blümchen. Na gut, gibt's eine Schneegardine. Urwaldambiente, das passt doch. So. Nicht schön, aber selten. Ich würde da nicht drin wohnen wollen. Aber ich muss es nur einrichten. Wir haben aber auch nichts, ne? Kriegst du das Cremesoffer? Ja. Oh, verdammt, das kann man doch nicht mal. Na gut. Aha. Aber noch irgendwas. Wir haben doch jetzt Kunst, oder nicht? Oder was hatte ich freigeschaltet? Oh mein Gott, was hatte ich freigeschaltet? Ah, jetzt weiß ich ja, die Fossilien. Die Fossilien. Wahnsinn, wo sind sie? Sagt's an. Sagt mir, wo die Fossilien sind. Wo sind sie geblieben? Ach, da. Ja. Wer ist denn mit sowas?
Oh, das ist was Kleines, okay. Wusste ich nicht. Wie wär's mit so einem süßen Dreiteiler? Wie wär's denn mit einem Riesen. Oh, verdammt. Okay. Der braucht 4 statt 3. Ach, verdammt hier. Wie wär's damit? Das sieht so unglaublich schrecklich aus. Guck dich das doch mal an. Nee, die kriegt keine Fossilien. Ist mir egal, was sie kriegt. Aber das nicht. Wie wär's mit dem Urwald? Leben ja auch Schmetterlinge. So. Die kann man natürlich nirgendwo hinstellen, sondern die muss man ja auch so schön. Kann ich die so auf den Hocker nehmen? Schade. Machen wir einen zweiten. Gibt's noch einen zweiten Tisch? So. Hat sie hier so. Kommt die jetzt da so hin und. Das ist eigentlich die totale Tierquälerei. Wenn man sich das mal so anguckt. Guck mal, er kann ja nicht mal flattern. Nicht mal richtig. Was soll's? Ich hab mir ehrlich gedacht, dass mit der Dings hier wird leichter oder schöner. Hätte ich doch mal lieber die mit der, was hätte ich mit dem Dings genommen? Mit dem Obst oder so. Sag nicht, du bist schon fertig, Gänseblümchen. Maki, Maki. Fix und fertig. Ich kann da nicht hingucken. Boah, für deine Mühen kriegst du vorab schon mal einen Blumenring. Oh weia, ich bin ganz aufgeregt. Ich meine, ich bin total cool, jo. Wo geht's lang, Magi Magi? Nicht meine beste Arbeit. Aber auch nicht meine schlechteste. Wir könnten jetzt mal so eine Top 3, 33 machen. Von das Beste, was ich gemacht habe, bis zum Schlimmsten, ey. Ach Mensch. Das ist aber auch auf den Amiibo-Karten das Thema nicht draufsteht, ne? Finde ich ja schon mal ein bisschen schrecklich. Ich habe mir gedacht, so im nächsten Part machen wir dann eine Prominenz. Ich glaube, die Uta hat gerade versucht, da sowieso da rumgerannt ist, aber wahrscheinlich versucht gerade aus dem Haus irgendwie rauszukommen und weiß nicht, wo der Ausgang ist. Vielleicht machen wir das nächste Mal wieder eine etwas gehobene Amiibo-Karte, wenn da draußen mal wieder nichts rumläuft. Wir haben zum Beispiel noch, was habe ich noch? Rosetti habe ich. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Muss ich gleich nochmal gucken. Da sie gießt ihre Blumen, das heißt, so blöd kann das mit den Blumen gar nicht gewesen sein. Man hat sie, sie hätte ja auch die ganze Insel voller Blumen machen können, dann hätte sie ihre komplette Blumeninsel gehabt. Ah, da freut sie sich, jetzt rennt sie wieder zurück. Und freut sich ihres Lebens. Naja, man soll ja vom Äußeren nicht mal auf das Innere schauen. Oder schließen. Es gibt so Altbauten und auch Häuser, Wände, Häuserfassaden, die sehen total schrecklich aus. Aber die Wohnungen da drin sind übelst geil. Sie gießt und gießt die immer gleiche Blume. Juhu! Gänseblümchen, du bist meine Heldin. Hast echt was bei mir gut, Maki Maki. Ja. Ah, ich kann jetzt die Aktion Entschuldigung ausführen. Die müssen wir uns gleich mal angucken. Maika, willkommen zurück. Du hast wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Tja, heute ist es schon spät. Schreibe also ruhig deinen Bericht. Bis morgen. Jetzt gucken wir mal kurz. Also wir hätten zum Beispiel noch Rosetti, hätte ich noch hier diese Tante von der Schlaf, den Tapir, hätte ich auch noch. Unser Walli. Oh cool, wir können einfach mal die Fotos gerade mal angucken. Unsere Melinda, der Captain, der Bianca, was haben wir noch? Kabuki, Bienchen war glaube ich unsere erste, ne? Nee, unsere erste war ja Rosetta, ne?
Nee, wie hieß die? Carlotta. Bella. Da haben wir die Anne, die Henrike, der Ruby, die Nele, der Jörg, der alles blau wollte, Eckhart, der Manni mit seinem Piratenschiff, der Bertram, der leider unter Verstopfung leidet, die Sandrine, die Luzi, der sehr, sehr, sehr gruselige Rolo, Valo, Vali. Okay, wen haben wir noch? Die Uta, Marion, Conny, Bertha, Carola und Silvia. Hey, wo ist Carlotta? Carlotta ist auf der Liste gar nicht mit bei. Wie doof ist das denn? Ach, na schön. Ach ja, ich muss ja noch den Brief schreiben. Hab ich voll vergessen. Was möchtest du tun? Den Tag beenden. Ja. Tagesbericht schreiben. Ah, oh, da ist wieder die Carlotta im Monok. Speichervorgang abgeschlossen. Das Spiel fortsetzen? Nein. Okay. Jetzt wird erst richtig dicht gemacht. So. Wollte ich mal sagen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es tut mir leid, weil ich bei der Uta oder Shari oder wie auch immer oder Nini oder wie sie heißt, nicht so gute Arbeit geleistet habe. Aber was soll's. Man kann nicht immer die professionelle Meinung gut tun. Ich sage danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.